einem neuen Video der Fall in Love Videoreihe. Heute wird es auf jeden Fall ziemlich lecker, denn ich habe drei super herbstliche und super leckere Rezepte für euch vorbereitet. Die können euch so richtig in den Herbst einstimmen. Und zwar sind es zwei süße und ein deftiges Gericht. Und ach, wenn das kein Soulfood ist, dann weiß ich auch nicht, meine lieben Freunde. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie das Ganze überhaupt geht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hoffe, euer Magen knurrt nicht zu sehr beim Zuschauen. Rezept Nummer 1 werden die gefüllten Süßkartoffeln und es ist so ein leckeres und sehr, sehr sattmachendes Rezept. Ihr schnappt euch eine Süßkartoffel und die piekst ihr erstmal mit der Gabel ein. Ihr könnt die wahlweise auch einfach normal kochen, aber das hier geht einfach schneller. Und das ist ein kleiner Trick, den ich gelernt habe. Also einmal mit einer Gabel einpieksen und dann so ein nasses Küchentuch benutzen und da die Süßkartoffel einwickeln. Ganz wichtig ist, dass das Tuch wirklich, wirklich nass ist. Also spart dann nicht und drückt das Tuch nicht so sehr aus. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Dann ist das Tuch nämlich ein bisschen angefackelt vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls kommt das Ganze in die Mikrowelle. Und wenn ihr dabei bleibt, dann passiert da auch nichts. Und wenn es nass genug ist, ich habe es auf volle Pulle circa 8 Minuten gemacht. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Als nächstes widmen wir uns dem Feta-Käse. Den habe ich einmal komplett geschnitten. Übrigens findet ihr alle Rezepte und alle Mengenangaben in der Infobox. In eine Pfanne kommt dann erstmal der Spinat. Der wird sehr einfallen, werdet ihr gleich sehen. Dann ein bisschen von dem Feta, Frischkäse. Dann noch ein kleines bisschen Wasser, da solltet ihr nicht zu viel nehmen. Und Pfeffer und Salz. Das köchelt ihr dann so lange, bis es eine Masse ist. Außerdem kommt noch ein bisschen von dem Parmesan dann dazu. So sieht dann die fertige Süßkartoffel aus. Also es hat perfekt geklappt. Also wenn ihr keine Zeit habt, eine Süßkartoffel ewig lang zu kochen, das ist eure Wahl. Und dann schneide ich die einmal in der Hälfte und höhle die dann aus mit so einem Melon Baller. Ich sage euch, das ist das beste Küchentool dieser Welt. Es funktioniert nicht nur bei Melone oder bei Avocado, sondern auch bei Kürbissen, bei Süßkartoffeln. Es ist einfach das Beste. Passt nur auf, dass ihr die Schale nicht beschädigt und dann habt ihr da eure Mischung und da kommt dann die ganze Frischkäse, Feta und Spinat und Parmesan-Mischung dazu und dann wird alles ordentlich durchgemixt und die Süßkartoffel wird so ein bisschen zerquetscht. Das würzt sich dann auch nochmal eine Runde mit Salz und Pfeffer. Und dann könnt ihr das Ganze wieder zurück in eure Süßkartoffeln füllen. Das ist sehr, sehr, sehr viel Inhalt. Ich habe die hier ordentlich vollgestopft. Ihr könnt in diese Masse übrigens machen, was ihr möchtet. Ich habe das Ganze auch schon mal mit Mais gemacht, mit Paprika. Also ihr könnt da alles dazu mischen, was ihr möchtet. Dann habe ich das Ganze noch mit ein bisschen Feta und Parmesan verziert. Und dann kann das genauso in den Backofen. In der Zwischenzeit habe ich auch noch ein paar Pinienkerne geröstet für obendrauf. Und wenn ihr möchtet, Kresse passt dazu sehr, sehr gut. Deswegen kommt die noch obendrauf. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Aber es rundet den Geschmack auf jeden Fall ein bisschen ab mit was Frischem. Und natürlich die Pinienkerne. Dazu würde ich dann vielleicht noch sowas wie Guacamole oder so anrichten. Und dann habt ihr ein sehr, sehr, sehr geiles Abendessen. Und weiter geht es mit einem super leckeren Apple Crumble Rezept. Dafür braucht ihr erstmal die Apples, logischerweise. Die schält ihr dann und ihr könnt es theoretisch auch mit Schale machen, aber dann ist es nicht ganz so zart. Und im Prinzip würfelt ihr den Apfel einfach nur zu ganz, ganz zarten kleinen Stückchen. Das habe ich dann noch ganz schnell mit dem Rest gemacht
Und dann kommt das auch schon in die Form, die ich dann später auch für den Auflauf benutzen werde. Ich habe meine alle von Ikea. Ich finde die super, da ich die einfrieren kann und so weiter. Die Äpfel habe ich jedenfalls mit Zimt und braunem Zucker ein bisschen gemischt. Das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt. Übrigens passt da auch sehr, sehr gut einfach ein paar gefrorene Himbeeren dazu. Das hatte ich neulich erst. Das ist so lecker. Und da kommt jetzt der Zucker, Mehl und Backpulver dazu. Außerdem noch die Haferflocken und Butter. Das werden nämlich eure Streusel. Und da kommt natürlich auch noch Zimt dazu. Und jetzt kommt der spaßige Part. Ihr dürft nämlich alles mit den Händen verkrumbeln. Wahrscheinlich wird es auch ein bisschen mit einem Rührstab geben, aber wo wäre da der Spaß? Das crumbelt ihr dann über eure Äpfel drüber. Und dann ist es eigentlich auch schon das ganze Rezept. Es ist so einfach, es ist so easy gemacht. Man hat wahrscheinlich alle Zutaten zu Hause. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Wenn der dann fertig ist, sieht das Ganze so aus. Oben ist es dann super schön knusprig und unten weich und so schön durchgezogen. Und es ist nicht zu süß, je nachdem, ob ihr auch noch die Äpfel süßt. Deshalb passt da Vanilleeis sehr, sehr gut dazu. Das schmilzt dann noch, wenn es warm ist. Also ihr solltet das unbedingt warm essen. Verziert habe ich das noch mit ein paar Äpfeln und Zimt. Und das ist das fertige Gericht. Also wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen. Macht das mal für einen schönen, entspannten Spieleabend oder Nachmittag mit eurer Familie. Meine Neffen waren auch sehr, sehr begeistert davon. Dann machen wir hier noch mehr. Ich bin gerade umgefallen, Kadi. Wer ist umgefallen? Ich. Lass die Stifte liegen. Warum? Weil du gerade isst, oder? Nee. Doch? Nee, ich auch. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Rezept Nummer 3 ist nämlich ein Brownie-Rezept. Und zwar fangen wir mit einer Zucchini an. Das ist kein Joke, denn das ist ein Zucchini-Brownie und ich verspreche euch mit allem, was ich bin, dass ihr diese Zucchini nicht schmecken werdet, weil ich bin super picky, weil Brownies sind mein Lieblingskuchen oder mein Lieblingsgericht oder alles. Deshalb verspreche ich euch, dass es gut schmecken wird. Ihr habt gesehen, was ich hier gemacht habe. Ich habe noch in der Mikrowelle dann Butter und Zartbitterschokolade geschmolzen. Als nächstes kommen 2 Eier. Geschlagen natürlich zusammen. Da kommt Vanillezucker, normaler Zucker dazu und das wird erstmal ein bisschen schaumig geschlagen. Dann auch noch das Mehl. Und ein bisschen Backkakao. Danach kommt die geschmolzene Masse in die Teigmasse und das wird dann auch wieder verrührt. Und genau das macht nämlich den Brownie so schokoladig, weil ihr eben richtige Schokolade benutzt und die da reinmacht. Und ich muss sagen, die Zucchini, die dient einfach nur dazu, dass es noch saftiger bleibt, weil die halt nicht so austrocknet. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die Zucchini sehr, sehr fein raspelt. Dann habe ich wieder so eine Form eingefettet mit so einem Sprühfett und dann habe ich da meine Brownie-Masse reingegeben. Yum! Und dann auch noch so ein paar Chocolate-Chips, einfach weil es toll ist. Ganz, ganz wichtig ist jetzt beim Backen, dass ihr da ein Auge drauf habt und lieber früher rausholt bzw. immer mal wieder testet gegen Ende. Denn da kann eine bzw. 2-3 Minuten können wirklich da das Ergebnis verändern. Weil ich wollte meinen so ganz, ganz fudgy und weich und flüssig haben. Und oh, es ist wirklich, mir grummelt hier gerade der Magen. Es ist so lecker gewesen. Ihr seht, wie es hier zerläuft. Love it. Also passt einfach auf, dass der nicht zu trocken wird und testet immer mal wieder mit einem Zahnstocher oder sowas. Und dann ist es eigentlich ein gelingsicheres Rezept. Und Coco habe ich auch probieren lassen, einen Tag später. Sie war so begeistert. Man kann das nämlich zum Beispiel in die Mikrowelle stellen. Und dann ist es nämlich auch wieder flüssig und genauso, als wäre es frisch aus dem Backofen. Welches der Rezepte werdet ihr als nächstes nachmachen? Schreibt es mal in die Kommentare.
Vergesst außerdem nicht, den Hashtag FallInLove mit Kati zu benutzen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eins der Rezepte nachgemacht habt, dann teile ich das nämlich in meiner Instagram-Story. Und wie ihr bereits wisst, während FallInLove gibt es den gesamten Oktober über jeden einzelnen Tag etwas zu gewinnen bei mir auf der Instagram-Seite. Also checkt die aus und schaut mal nach, was es heute zu gewinnen gibt. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt hier das letzte FallInLove-Video auschecken. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da kommt nämlich in ein paar Tagen das nächste online. Bis dahin drücke ich euch und stay hügge. Tschüss.